Ja, wir sind essen auf dem Food Court. So nennt sich das hier. Ich gehe mal ein bisschen rum. Wir waren bei, haben wir Kentucky Fried Chicken. Ups. Shit. So. Ich mach mal eine Ehrenrunde. Ich zeig mal, was es hier so alles gibt, okay? Oder wolltest du das machen? Was? Wolltest du das zeigen oder soll ich das machen? Nein. Achso, ich muss ja erstmal meinen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen hier. Ich muss das mal essen. Wo ist denn mein komisches Ding da, Bundestag? Habe ich das hier liegen lassen, mein Mund-Nasen-Gewächs hier? Shit. Na, warte mal, ich hab's gefunden. Halt mal bitte. Kannst du? Warte, ich mach erstmal meine Hände sauber. Bevor ich rumgehe. Mach mal schnell. Den Food Court hier in Dubai Mall. Größte Shopping Mall Dubais. Okay? Soll ich mitkommen? Ja, bleib du mal hier, wir machen mal hier alles. Ich geh mal kurz rum, zeig mal, was da ist. Gib mal her. Ciao. KFC. Panda Chinese. Gehen wir mal hierher. Der McDonald's muss natürlich aus sein. Subway. Ich hab's geschafft. Das Ding ist wieder blockiert von meinem Ding. Dann mach mal nochmal. Hast du dich wieder festgehakt? Ja, bei uns war die Schlacht am kalten Buffet schon zu Ende. Wir haben schon zugeschlagen. Bin ich da? Ja.
Ja, ich hoffe, es war mal ganz interessant für euch. Also sehr reichhaltiges Angebot. Ich bin gar nicht alles abgegangen. Ein Teil des Food Courts habe ich noch gar nicht geahnt. Ja. Könnte auch irgendwo in der Shopping Mall in den USA sein. Aber wir sind eben Dubai. Und ich denke mal, jetzt wo ich hier gerade so durchgegangen bin mit euch, habt ihr vielleicht so ein bisschen die Leute gesehen. Es ist also wirklich ein ganz gemischtes Publikum. Also wenn man denkt, dass man hier in den Vereinigten Emiraten ist, in Arabien, wir sind ja hier in den Arabischen Emiraten, da hat man hier wirklich überhaupt nicht den Eindruck. Natürlich gibt es hier welche mit diesen typischen, müsst ihr mal darauf achten, so diese weißen Gewänder, sage ich mal. Und die Frauen, die dann so diese schwarzen Tücher tragen. Aber das ist wirklich hier eine Minderheit. Also die Einheimischen sind hier im Prinzip eine Minderheit. Das ist wirklich ganz lustig. Wenn wir denken, dass es in Deutschland für ein Thema ist, Ausländer, Überfremdung. Also da haben die hier ja, einen ganz anderen Weg gewählt. Ja, auf der anderen Seite haben die Ausländer hier eben nur sehr wenig Rechte, haben keine Wahlrechte. Und das ist schon, ja, darüber könnte man viel diskutieren. Okay, bist du fertig? Dann auf Wiedersehen, Leute. Bis demnächst.